unter anderem Tickets zu beantworten und Telefonate zu führen. Dabei macht es einem sehr viel Spaß, wenn man vom Kunden positives Feedback erhält. Darauf kann man schon stolz sein. Möchtest du Teil von Midwald werden? Dann freuen wir uns jetzt auf deine Bewerbung. Weiter geht's mit Viertelfinale Nummer 4. Hannover 96 gegen Arminia Bielefeld. Hannover Tabellensiebter in der Niedersachsenliga, die Bielefelder Dritter der Landesliga. Auch diese Partie hat es in der Vorrunde noch nicht gegeben. Bielefeld ja schon überraschend RB Leipzig ausgeschaltet mit einem 2:1 Erfolg. Hannover 96 mit der ersten Torchance. Leidenschaftlich geblockt. Hannover 96 ja mit einem 3:2 Erfolg gegen Borussia Mönchengladbach. Auffälligste Spieler sollten sie darauf achten. Auf jeden Fall bei Arminia Bielefeld Nationalspieler Jermaine Konsbruch. Jetzt gerade im Duell mit Hannovers Yannick Pohlmann. Da haben wir wieder Konsbruch. Über die Bande reingelegt den Ball. Konsbruch und da ist er noch mit Ansage. 1:0 Arminia Bielefeld. Und der ist heiß, der ist on fire. Wunderbar. 1:0 Arminia. Zwei Freeway Cup Veteranen, die aufeinandertreffen. Hannover 96, 18 Mal dabei. Arminia Bielefeld, alle 19 Mal. Freistoß für Bielefeld, hätte man meiner Meinung nach über 2 Minuten nachdenken können, weil er sehr, sehr lange hält und zieht. Er belässt es bei einer Ermahnung. Ist auch in einem Viertelfinale, wo es um so viel geht, völlig in Ordnung. Und das berühmte Fingerspitzengespiel. Und der Treffer, wieder Konsbruch hier. Der zeigt richtige Emotionen. Das, genau das wollen wir sehen. Freistoß zurückgelegt, jetzt wunderbar. Da kann Hannovers Keeper nur hinterher gucken. 2:0 Arminia Bielefeld. Hier geht es jetzt richtig zur Sache gerade. Also da kommt in Bielefeld was Großes auf den Club zu, wenn der Junge so weitermacht. Sticht komplett heraus aus einer wirklich sehr leidenschaftlichen, guten Mannschaftsleistung. Aber die Qualitäten eines Jermaine Konsbruch helfen hier auf jeden Fall weiter. Bis zu diesem Viertelfinale und vielleicht noch einen Schritt weiter. Sieht momentan sehr gut aus. Bielefeld im Halbfinale wäre eine faustdicke Überraschung. Da das Foulspiel von Konsbruch. Tor wird jetzt mal eingesetzt. Aaron Tiet hier wieder im Kasten der 96er. Da haben wir Peter Slavov, 41 Jahre.
immer wieder mit Anweisungen an seine Jungs. Das ist der Ballgewinn da. Biaminia. Jetzt eine schöne Aktion. Ball quergelegt und dann leicht in den Rücken gespielt. Das kostet dann wieder zu viel Zeit. Gerade hier in der Halle. Diese Sekunde hat man nicht. Guter Schuss aus der Distanz. Abpraller! Und der sitzt zum 1:2. Ja, jetzt ruckzuck von der Platte. Torschütze. War Arlen Bass. Die 4. Meyer-Hannover 96. Eins zu zwei aus Sicht der Niedersachsen. Für die in der Halbfinalteilnahme auch ein Riesenerfolg wäre. Es sind schon zwei Überraschungen hier, die aufeinandertreffen. Klasse gespielt. Schussversuch ins Außennetz von Tunay Kulturhan. Da ist wieder Kultur an. Der Ball schön mitgenommen von Schadjobo. Jetzt rausgespielt, Überzahl. Wenn der Ball sauber gespielt wird und dann passiert genau das nicht. Keine Chance für Alex Fries, den Ball dann zu verarbeiten. Konter läuft über die Arminia, Freistoß für Arminia Bielefeld. Die Ostwestfalen haben den Fury Cup zweimal gewonnen, auch wenn das zu ganz historischen Zeiten passiert ist. Im Jahr 2000 und im Jahr 2002 standen viermal insgesamt im Finale. 2005 und 2006 kommt noch zu den beiden Gewinnerjahren dazu. Jamin, also das Ganze schon 12 Jahre her. Es wäre doch mal wieder eine schöne Geschichte. Hannover einmal im Finale, das ist noch nicht ganz so lange her, im Jahr 2012. Der Tabellensiebte der Niedersachsenliga. Oder für alle, die etwas später eingeschaltet haben, die vielleicht auch heute Morgen nicht ganz so früh aufgestanden sind, weil der Samstagabend viel zu schön war. Es gibt Highlight-Videos auf der Facebook-Seite des Freeway Cups. Können Sie gerne reinklicken und sich die schönsten Momente, die schönsten Szenen nochmal anschauen. Viele Wiederholungen, viele Tore, die wir da sehen aus den Spielen. Also wer etwas vom Sonntag verpasst hat und gerne nochmal reingucken möchte, kann das tun. Auf der Facebook-Seite vom Freeway Cup. Auch da gibt es bewegte Bilder. Guter Distanz. Versuche, aber kein Problem letztendlich. Für Luis Weber. Im Tor der Amin. So, jetzt geht die wilde Fahrt hier an der Bande wieder ab. Hannover holt sich den Ball, baut auf. Isis Key mit dem weiten Ball. Kopfball an die Hallendecke. Blockwechsel bei Bielefeld, jetzt Konzbruch wieder auf der Platte. Guter Versuch hier im spitzen Winkel. Konzbruch wieder, der ist abgefälscht, aber geht daher neben das Tor.
6 Minuten noch auf der Uhr. Schussversuch aus der Drehung. Pfosten an den Pfosten gelenkt. Von Titia, dem Torwart der Hannoveraner. Da sehen wir es nochmal in der Wiederholung. Wunderbar rumgezogen. Den Ball, das war technisch sehr anspruchsvoll. Von Bielefeld, Mario Pavlovic. Jetzt klasse gespielt am langen Ball, aber das ist wieder Titje. Hannover kontert. Gonsbo auf dem Weg zurück, gewinnt den Ball. Herausragend. So, wenn er jetzt den Kopf hochkriegt, er kriegt den Kopf hoch. Gonsbo scheitert. Antintje, Nachschussmöglichkeit. Das ist ein gespielter Feuer von Pavlovic. So, das ist Konzbruch wieder, der den Ball rüberlegt, aber da hat sich Titje lang gemacht. Etwas zu kurz gespielt von Konzbruch, der jetzt aber diesen Kopfball schon wiederholt und Bielefeld damit wieder in den nächsten Angriff bringt. Der fegt da fast alles weg, was ihm vor die Flinte kommt. Da ist Peter Slavov, der wird am liebsten selber mitspielen. Der steht da so auf der Bande. Freistoß jetzt für Nummer 96, da hat sich Atakan Kurnaz wehgetan. Da sehen wir es nochmal, Zusammenfall, Freistoßentscheidung korrekt. Tommaso Sammartino jetzt drauf mit der Nummer 9 bei Arminia Bielefeld. Bielefeld bleibt aktiv gegen den Ball. Versucht immer wieder sofort Druck zu machen. Drei Minuten noch. Hannover braucht ein Tor. Mindestens eins. Vielleicht kommt es jetzt. Bielefeld wach, zweikampfstark. Links, rechts, Drehwurm und dann die Fußabwehr. Klasse, der Reflex von Luis Weber. In allerhöchster Not. Da ist wieder Weber mit der Schulter. In Handballmanier. Und jetzt kullert der Ball ins Tor zum 3:1 für Arminia Bielefeld. Das war ein dummes Missverständnis. Aaron Titje. Oh, das ist bitter. 2 Minuten vor dem Ende. Noch nächster Versuch. War gar nicht zu sehen, wer da zuletzt am Ball war. Ich glaube, es ist ein Eigentor. Anderthalb Minuten noch. 2 Tore Führung für Arminia Bielefeld. Die Tür zum Halbfinale steht ganz, ganz weit offen für die Ostwestfalen. Wäre ein Ding, wäre eine Geschichte. Und für die Stimmung in der Halle haben wir jetzt Köln, haben wir Bielefeld.
zwei Mannschaften, die hier die Stimmung definitiv hochhalten. Viele Dortmunder auch noch da. Und der VfB spielt einfach keinen Fußball. Also aus Organisatorensicht fehlten nur noch die Mühlis. Ansonsten dürfen wir, glaube ich, wunschlos glücklich sein. Letzte Minute. Fehlpass nochmal, Schussversuch. Ah, sieht hier unkonventionell, aber erfolgreich. Wieder der Ballgewinn hier durch Arminia Bielefeld. Vorteil läuft, das macht der Klasse, das macht der Klasse! Akbar Shajobo. Und jetzt gibt es ein Nachspiel. Christoph Gerling hat da noch was gesehen. Holt sich da Tunay Kudluhan von Bielefeld ran. Liegt das Foulspiel eben davor. Aber löst das alles im Dialog. Alles in Ordnung. 4:1 die Entscheidung. 30 Sekunden vor dem Ende. Arminia Bielefeld, das lassen wir uns auf der Zunge zergehen, zieht ins Halbfinale des Freeway Cups 2018 ein. Egal, was Hannover hier jetzt noch trifft oder nicht trifft. 15 Sekunden noch auf der Uhr. Kopfballversuch nochmal da. Von Dominik Moskvin. Schuss abgeblockt wieder von Moskvin. Nächster Versuch, das war's. Arminia Bielefeld steht im Halbfinale. Und die Bank, da kommt sie aufs Feld. Und freut sich natürlich enorm. Da gibt's den Applaus und die Gratulation der Mitspieler. Riesengroßer Erfolg für Arminia Bielefeld.